Ein junger Mann befand sich mit zwei anderen in einem dunklen Raum. Mit ihnen im Raum war ein Elefant. Aber sie konnten ihn weder sehen noch hören. So versuchten sie zu ertasten, was sich noch im Raum befand. Nach einiger Zeit kamen sie heraus. Der eine sagte, es war ein langer Schlauch. Ein anderer sagte, es seien vier Säulen gewesen. Der junge Mann wurde wütend. Er war sich sicher, dass er einen großen Fächer gespürt hatte. Und so begannen seine Zweifel. Der junge Mann geht die Straße entlang, den Blick fest auf den Boden gerichtet. Ich spürte einen Fächer. War ich im Unrecht? Er geht den gleichen Weg wie immer. Der nächste Tritt ist unerwartet weich und hält zurück. Fäden ziehen sich, spannen und verbinden den jungen Mann mit dem Asphalt. Kurzer Blick und nächster Schritt. Da fallen sie ihm plötzlich auf. In Massen und Meeren, flach und unter jedem Schritt, liegt einer. Mache ich mir meine Welt? Und wie wähle ich aus? Er trifft eine alte Frau, die ihm sagt, schau nicht auf den Boden, schau den Himmel an, der ist wirklich schön. Und der junge Mann findet ihn auch schön, aber er weiß nicht, ob es auch wirklich ist. Ein guter Freund kommt ihm entgegen. Ich habe einen Fächer gespürt, doch was war es wirklich? Der Freund weiß es auch nicht, aber er liest ihm aus einem Buch vor. Wenn alle Meere voll Tinte wären, würde diese nicht ausreichen, die Wahrheit aufzuschreiben.
Die Schuhe des jungen Mannes saugen das Wasser auf. Er mag keine nassen Socken. Er schaut zu seinen Füßen hinunter. Sehe ich nur die Dinge, die ich kenne? Eskimos haben 50 Wörter für Schnee und ich nur eines. Schnee. Kann ich noch meinem eigenen Urteil vertrauen? Er setzt sich müde auf eine Bank und sieht die Sonne untergehen. Neben ihm sitzt ein Mann, der ihm erklärt, die Sonne geht nicht unter. Wir sind diejenigen, die uns bewegen. Ein junger Mann befand sich mit allen Menschen in einem dunklen Raum. Mit im Raum waren alle Dinge, und sie konnten sie sehen und hören und ertasten. Der eine sagte das, der andere etwas anderes. Und der junge Mann hörte zu.